Wunderbar. Schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Wie immer mit unserem Cheftrainer Jürgen Klopp. Und wie immer beantworten wir Themen zu Fußballfragen auch sehr gerne, beziehungsweise der Cheftrainer tut es. Bitten einfach um Handzeichen. Caroline Krämer wird dann sehr schnell bei Ihnen sein und können auch direkt loslegen, feuerfrei für Ihre Fragen. Fragen zu Fußballthemen. Habe ich ja gesagt. Nee, du hast gesagt, Themen zu Fußballfragen. Aber Themen zu Fußballfragen. Beides geht. Bitteschön. Geht das? Ja, wie steht es denn um die angeschlagenen Spieler? Ja, dann haben wir diese Stimmung gleich am Arsch. Ja, das ist echt eine schwierige Woche gewesen bis hierhin. Ich weiß, das ist so ein Länderspielwoche, wenn dann die Absagenflut kommt, dann alle so denken, ah, oh, schön. Ja, haben sie mit Auge gemacht und wollen nicht unter der Woche gegen Frankreich in Paris spielen und so weiter. Wir waren selten weiter davon entfernt als diesmal. Bis heute haben nicht trainiert Roman Weidenfeller, Marco Reus, Mario Götze, Marcel Schmelzer. Kevin hat gestern kurz trainiert, um sich dann direkt wieder ins Lazarett, ins Krankenlager zu verabschieden. Hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Das heißt, wir starten ein paar Trainingsversuche. Mario, Roman, Marcel und Kevin waren oder sind krank. Stand in diesem Moment stehen uns Marcel und Kevin nicht zur Verfügung. Das sieht vor allem Kevin noch ein bisschen anders, aber da sind die Blutwerte so, dass es wahrscheinlich auch nicht geht. Wir warten natürlich ab, wie sich das über Nacht entwickelt, aber das ist der Stand in diesem Moment. Roman wird heute Mittag zum ersten Mal ein bisschen ein paar Bälle fangen. Das hat er letzte Woche auch schon mal getan und dann haben wir danach festgestellt, dass es nicht ging. Mario und Marco, Pistu hat auch noch nicht trainiert, fällt mir gerade ein. Die werden heute individuell arbeiten, möglicherweise, also Mario, Marco und Pistu werden heute individuell arbeiten und möglicherweise Warmachprogramm mitmachen, mal gucken. Aber logischerweise haben wir die erste oder den absoluten, den letzten Stand wissen wir erst morgen möglicherweise zum Abschlusstraining. Ist im Moment ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig günstig. Das ist besonders blöd, weil wir so viel wettmachen wollen in diesem Spiel. Das war das außergewöhnlichste Spiel der Vorrunde, das wir so absolviert haben. Das war auch ein außergewöhnliches Abschluss- und Torschussverhältnis, war eigentlich gar kein so ein schlechtes Spiel von uns, aber am Ende haben wir es 3-2 verloren. 3-2? Jo. Verloren und stand da einigermaßen mit Tröppel da und hatten uns gedacht, die holen wir uns im Rückspiel wieder. Die Punkte, so, das ist jetzt deutlich schwerer geworden. Wir werden mal sehen, was wir da zaubern können oder zaubern müssen. Die Trainingswoche war jetzt natürlich nicht perfekt, das muss man klar sagen. Damit ich das nicht vergesse, es wäre echt cool, wenn uns die Atmosphäre am Samstagmittag diese letzten paar Prozentpunkte, die wir in der Woche, in der Trainingswoche nicht uns aneignen konnten, wenn sie uns die so mit auf den Weg geben würden durch eine außergewöhnliche Atmosphäre. Ich habe gerade ein paar Interviews gegeben, wo ich nochmal davon geschwärmt habe, aber ist immer gut. Aber wäre cool, wenn wir es am Samstag noch ein bisschen was draufpacken könnten. Das ist eine echte Bitte, weil, wie gesagt, so einige unter der Woche im Bett lagen und da gehören sie eigentlich nicht hin in der normalen Trainingswoche. Und deswegen kann man ein bisschen Vitaminspritzen durch Lautstärke gut gebrauchen. Gibt es weitere Fragen? Martin Feier mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Es gab ja auch unter der Woche positive Nachrichten, hier auch eine von Yannick Gläsner, der sagt, als Fan habe ich mich total darüber gefreut, dass der Kevin weiter Borusse bleibt. Einer von uns unten auf dem Rasen, das ist genial. Wie sehr freuen Sie sich über diese Vertragsverlängerung? Sehr. Diese Woche haben die Jungs ein Rätsel gestellt. Ich habe gefragt, was haben Kevin Großkreuz und Lionel Messi gemeinsam? Haben beide diese Woche einen Vertrag verlängert. Irgendwie ist keiner auf irgendwas gekommen. Aber
Ich nehme an, in beiden Vereinen ist die Freude groß, ja, darüber. Nein, ist einfach cool. Es gibt kaum was, was man dazu besser sagen könnte, als was Kevin selber gesagt hat. Er war, ist und bleibt Borussia. Es bleibt zusammen, was zusammengehört. Kevin ist ein unglaublich wichtiger Spieler, der häufig, denke ich, auch ab und zu mal von der Öffentlichkeit so ein bisschen unterschätzt wird. Kann bei uns im System unglaublich viele Positionen spielen. Und manchmal spielt er nicht, das ist auch so, das geht aber anderen auch so. Aber er ist ein absoluter Stammspieler trotzdem in dieser Mannschaft und deshalb perfekte Nachricht. Anne van Eickels, WDR 2. Es wird ein bisschen dauern. Fußball-Anne. Fußball-Anne. Jürgen, wie beurteilst du die Entwicklung vom HSV im letzten Jahr? Da kann ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Sie haben, und das ist ja die eigentliche Nachricht, sie haben die Kurve bekommen, das muss man klar sagen, oder Thorsten Fink, sie haben jetzt, weiß ich nicht genau, wie viele Punkte sie haben, aber sie haben absolut im Dunstkreis der internationalen Plätze, hätten oder haben das Derby gewonnen und haben dann jetzt letzte Woche gegen Frankfurt verloren, aber das ist trotzdem natürlich eine sehr positive Entwicklung, die da stattfindet. Wir haben System umgestellt gehabt, leider im letzten Spiel gerade nochmal. Das bedeutet, dass wir jetzt wieder nicht genau wissen, wie sie auflaufen, aber das wird dem Kollegen ganz recht sein und wir werden auch uns trotzdem darauf vorbereiten. Sie haben auf Raute umgestellt, haben also 4-4-2 gespielt, das hat sich als für sie richtiges System erwiesen, bis zum letzten Spiel, wie gesagt, oder bis zur Halbzeit des letzten Spiels, dann haben sie nochmal kurz ein bisschen gewechselt, aber das ist natürlich eine Mannschaft mit großer Qualität, die gut besetzt ist. Ich glaube, zu Beginn der Saison, als wir sie da getroffen haben, da war die Unruhe relativ groß und wir waren so nett und haben ein bisschen zur Wende beigetragen. Und das hat zu dieser bisherigen Saison geführt. Aber wie gesagt, jetzt kommen sie her und egal wie, egal mit wem, wir werden versuchen, sie zu schlagen. Das ist der Plan. Boris Rupert. Jürgen, du hast die Tatsache angesprochen, dass der HSV gewechselt hatte von Raute, dann wieder zum 4-2-3-1. Du hast ja häufiger darauf reagiert, wenn eine Mannschaft mit einer Raute gegen Borussia Dortmund spielt, selbst das System umzuändern. Ist das A, ein Thema im Hinterkopf oder sagst du, erstmal muss ich 11 Mann zusammenkriegen und dann schaue ich mal, wie diese 11 Mann in welcher Formation spielen? Ja. In diesem Moment muss ich erstmal 11 Mann zusammenkriegen. Also 11 kriegen wir auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Wir müssen die Position auch noch so besetzen, dass es irgendwie nach Fußball aussieht. Und darum kümmern wir uns zuallererst mal. Das ist natürlich ein Länderspielwoche, ist nicht perfekt, um einen Systemwechsel vorzunehmen. Aber ich denke, Stand heute machen wir uns darüber nicht auch noch Gedanken. Aber wir werden das feststellen. Also ich komme nachher ans Trainingsgelände raus und vielleicht ist entweder einer überraschend gesund geworden oder der andere ist überraschend krank geworden, was eine deutlich blödere Geschichte wäre. Und dann wir werden irgendwas basteln. Es wird keine Ausreden geben, es wird keine Ausflüchte geben, es wird nur eine Mannschaft geben, die dann irgendwann dasteht, die ein bisschen weniger trainiert hat, einige davon als normalerweise in der Trainingswoche. Und dann wollen wir versuchen, die Post abgehen zu lassen. Das ist der Plan. Aber es ist weniger wichtig, was wir für ein System spielen oder was der Gegner für ein System spielt, sondern wie wir das, was wir uns da dann zurechtgelegt haben, mit Leben füllen, sage ich viel. Entscheidender. Nächste Frage aus der dritten Reihe, bitteschön. Wie beurteilen Sie die Leistung von Ilkay Gündogan gestern im Länderspiel? Wurde hochgelobt, überrascht Sie wahrscheinlich am wenigsten, oder? Also ich fand unsere beiden Jungs doch recht stark. Der beste Satz war zwischendurch vom Kommentator Mats Hummels, der sich heute total auf die Defensive konzentriert. Wenn das jetzt schon eine Anmerkung ist bei einem Innenverteidiger gegen Frankreich, dann muss ich sagen, Hut ab, ja. Hat das Spiel also nicht noch viermal aufs Tor geschossen. Also beide Jungs waren stark, das muss man sagen. Das ist auch die. Das hat der Bundestrainer auch so gesehen und das ist nicht ganz unwichtig. Deswegen hat mich total gefreut. Illy wirkte von der ersten Sekunde an absolut präsent im Spiel. Also wirkte sehr selbstbewusst. Von Mats kennen wir das ja. Bei Ilka gab es auch mal andere Tage, aber das ist einfach großartig. Er hat eine richtig gute Verfassung und die hat er da gestern Abend auf den Platz gebracht, also auch gegen Frankreich. Kann man schon stolz drauf sein.
Christian Künast, Bild. Eine Frage zu Frisuren? Nee. Du hast letzte Woche in Leverkusen gesagt, die 26 Torschüsse, die ihr gegen euch hattet, könnte entweder daran liegen, dass ihr Schwächen hattet oder dass Leverkusen zu stark war. Das wolltet ihr noch analysieren. Zu welchem Fazit bist du denn gekommen? Beides. Wir hatten durchaus im einen oder anderen Moment nicht den richtigen Zugriff, aber mussten auch konstatieren, dass Leverkusen einfach stark war. Und es ist aufgefallen, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit nach eigenen Offensivaktionen nicht mehr im gleichen Maße schnell hinter den Ball kam wie in der ersten Halbzeit. Als die dann aber nach dem Spiel alle reihenweise umgefallen sind, habe ich mir gedacht, möglicherweise waren die auch, oder es war so, sie waren davor schon geschwächt, erkältet. Das ist nichts im Profisport, wo man dann ankommt und sagt, ich kann nicht, das ist halt so, aber du bist auch nicht bei 100%. Und das hat man dann schon ein bisschen gemerkt. Das heißt, die Mannschaft hat sich diesen Sieg absolut verdient durch einen ganz, ganz leidenschaftlichen Kampf. Und wir finden es ja auch nicht so schlimm. Wir können ja nicht nur glücklich sein, wenn wir Leverkusen an die Wand spielen, sondern uns reicht das auch mal, wenn wir sie einfach geschlagen haben. Also dementsprechend, das ist uns ja gelungen und deshalb war das schon in Ordnung. Martin Feier, BVB Total. Neven Subotic ist ja wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie weit ist er und was beeindruckt dich am meisten an deiner Nummer 4? Wirkt gut. Also es ist, wir haben halt aufgrund der wenigen Spieler, die da waren, hat er bisher nur im Kleinfeld agiert. Wir hatten ja keine 11 da, sondern nur 7. Und 6. Ja. Mann ist ja noch nachnominiert worden. Ja, und dementsprechend haben wir, da hat das Ganze im kleinen Raum stattgefunden, aber da hat Neven ist fit. Jetzt müssen wir einfach gucken. Es wäre cool gewesen, wenn er dieses Spiel damals gegen Köln auch hätte irgendwie mitmachen können. Das ging halt nicht. Und dementsprechend hat er jetzt die zwei erste Zeit komplett im Mannschaftstraining seit dieser Woche, hat also alles mitgemacht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Die Saison ist noch lang genug und Neven wird uns jetzt ganz schnell wieder helfen können. Wie das fürs Wochenende aussieht, muss ich mal gucken. Aber was mich am meisten an Neven beeindruckt, weil er einfach ein guter Typ ist, ein cooler Typ ist, der sich seit seinem 18. Lebensjahr nur erwachsener geworden ist, sich ansonsten nicht verändert hat, seit ich ihn kenne. Sehr angenehmer, auch selbstbewusster Zeitgenosse. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die möglicherweise, wenn sie allein durch ein größeres Waldstück geschickt werden, sich verlaufen könnten. Neven kommt definitiv frisch geduscht, frisch rasiert, auf der anderen Seite raus und hat gegessen, getrunken und sonst noch ein paar Sachen erledigt, die... Der kommt zurecht. Weitere Fragen. Oliver Müller, die Welt. Das ist geil. Oliver Müller, die Welt. Sport 1. Finde ich auch. Liga Total. Für wen fragst du denn gerade? Für alle. Privat. Privat. Privat, genau. Die Welt, Liga Total, Sport 1. Oliver Müller. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ja genau, eben ist schon mal über die beiden Dortmunder Nationalspieler gesprochen worden. Es gibt Leute, die vertreten die These, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft derzeit die beste der Welt sei. Ist das so ganz falsch? Kann ich nichts zu sagen. Also da müsste ich ja alle anderen Mannschaften auch einschätzen können. Kann ich ja nicht. Aber wir haben eine gute Truppe. Ja, das kann man, glaube ich, dann sagen, wenn man sieht, wer da gestern alles gefehlt hat und wer dann trotzdem spielen kann. Und das hat schon ist richtig Qualität. Da kann man Bundestrainer nur zu beglückwünschen, so einen Kader zur Verfügung zu haben. Dementsprechend, England hat gestern Brasilien geschlagen. Sind das jetzt die Besten der Welt? Oder vielleicht doch die Italiener? Oder sind es immer noch die Spanier, die in Doha wen geschlagen haben? Uruguay, ja, die ohne Torwart gespielt haben und so weiter. Also man muss einfach gucken. Das wird sich dann zeigen, wenn sich die Besten der Welt treffen und gegeneinander spielen. Christian Künast. Endlich. Ja, aber jetzt die Frisurenfrage. Nee, auch nicht. Es gab ja unter der Woche ein bisschen Wirbel um Robert Lewandowski. Geht er, bleibt er? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Der Kehli war sich gestern Abend sicher, der ist am Saisonende weg. Ja. Ist da, also zumindest bei der ARD. ich konnte nicht mit ihm sprechen diese Woche. Nee, ich kann dazu auch nichts sagen, auch nichts Neues. Glaubst du, dass ihn das beeinflusst oder so? Nein. Also ihn nicht und mich nicht. Und
Oder Rest ist scheißegal. Also dementsprechend ist das, alles ist gut. Das sind einfach Dinge, über die auch mal gesprochen wird, aber dann ist es doch nicht so mächtig, dass man es nicht irgendwie auch beiseite lassen könnte. Das ist ein völlig normaler Ablauf im Fußballgeschäft, dass darüber spekuliert wird, wer wann wo spielen wird. Aber es war immer nur wichtig, wo er im Moment spielt. Bei jedem Spieler. Das ist bei Robert nicht anders. Und er spielt hier, das ist gut, ist fit, hat gestern sein Länderspiel absolviert, nicht ganz so erfolgreich. Alter, dann ist er wieder, wird er, glaube ich, ganz gerne wieder gewinnen. Passt. Hat Metz auch was gesagt? Zu dem Thema? Also. Metz hat gesagt, er bleibt. Achso, was? Ja, hat er gesagt gestern. Ja? Achso. Unser Chef Blogger Boris Rupper, nicht, dass das gleich in den Agenturen landet. So ähnlich wie gestern. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich sehe keine weiteren Handzeichen und auf ein Wiedersehen am Samstag zum Spiel gegen den Hamburger SV. Dankeschön.